herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Danke, dass ihr auf meinem Kanal reinschaut und dass ihr meine Monatslegungen für den Februar 2020 euch anschaut. Das ist jetzt natürlich eine kleine Anleitung. Und zwar habe ich eine Bitte an euch. Alle, die sich diese Filme anschauen, dürfen diese Legungen nicht immer hundertprozentig auf sich nehmen. Wenn einige sagen zum Beispiel, komisch, irgendwie bin ich ja gar nicht in der Resonanz in der Legung drin, dann ist das wirklich so. Manche sind dann halt in der Resonanz drin, vielleicht seid ihr das nächste Mal dabei oder nicht. Wir sind alle ein Individuum, somit alle auch unterschiedlich. Das heißt im Grunde genommen, dass wir als Sternzeichen, ja, drei verschiedenen Dekaden haben, drei verschiedene Klassenzimmer. Nur mal als Verständnis oder als Erinnerung. Das heißt, die erste Dekade hat nicht die gleichen Aufgaben wie die dritte Dekade. Und es kann immer mal sein, dass vielleicht halt mal es Zufälle gibt, dass doch mal halt die dritte Dekade auch in der Resonanz ist mit der ersten Dekade. Wenn ihr keine Ahnung habt, was eine Dekade ist, dann gebe ich euch den Tipp, dass ihr einfach mal im Internet nachschaut, was ist eine Dekade in Bezug auf meinem Horoskop. Und dann findet ihr Webseiten, wo erklärt wird, was eine Dekade ist. Alle Sternzeichen haben Dekaden. Ja, also ich bin im ersten Dekade als Wassermann geborene, bin im Aszendenten Wassermann, also ich bin ein doppelter Wassermann und ja, somit habe ich ja doppelte Wassermann-Energie. Also ich kann das Positive oder das Negative im Extremen sein. Und habe aber auch andere Häuser. Ich bin zum Beispiel in der Sonne, bin ich Löwe. Kommt immer drauf an, der halt wie diese Geburtscharter bei mir natürlich halt ist. Und das ist bei euch halt auch alles so. Wenn ihr natürlich dementsprechend wissen wollt, wie bei euch die Geburtscharter aussieht, dann müsst ihr besser wäre es in Google nachzuforschen, astrodienst.com, so heißt die Website. Und dann könnt ihr dann herausfinden, wie euer Geburtscharter ist. Ja. Wenn ich dann zum Beispiel deute, deute ich als eine Frau. Das heißt, wenn auch mal Männerkarten dabei sind, können es auch Frauenkarten sein, also als Personenkarte. Kann ja sein, dass du vielleicht halt mit einem Mann geborenen zu tun hast und bist eine Frau. Und wenn du dann halt eine Männerkarte hast in deine entsprechende Legung, wo du dich in Resonanz siehst, dann kann es auch Mann sein, also als Personenkarte, wenn es eine männliche Karte ist. Wenn du aber ein Mann bist, als Zuschauer, und aber eine männliche Karte siehst als Personenkarte, kann es auch für eine Frau stehen. Ja? Warum? Weil das aus dem Kollektiven kommt. Wenn du aber zum Beispiel sagst, das kann ich mir nicht vorstellen, nein, und irgendwie teilweise sehe ich mich da in der Legung und teilweise nicht. Wisst ihr, ihr könnt es halt nur in eine private Legung herausfinden, was wirklich jetzt in eurer Situation vor sich geht. Was denkt euer Gegenüber? Was sind die bestimmte Situation? Was sind die Ursachen? Wie können wir die Situation verbessern? Was wird sich verschlechtern? Welche Wege kannst du gehen? Das kann man alles nur in einer private Beratung machen. Denn hier auf YouTube, die Filme, die öffentlich sind, das sind Allgemeinenergien, direkt aus dem Universum, aus dem Kollektiven kommt. Und dann kann es mal sein, dass ihr mal in der Reisegruppe mit drin seid. Und dann gibt es halt auch mal so Tage, wo ihr gar nicht in der Reisegruppe mit drin seid. Das ist so. Da könnt ihr nichts ändern an der Thematik. Manchmal, wenn ich selber meine Filme halt gucke oder auch in den anderen Kartenlegerinnen auf YouTube, dann denke ich immer so, oh, schade, diesmal bin ich nicht in der Reisegruppe drin, aber wieder das nächste Mal. Ja, und das ist wirklich so, da bin ich wirklich das nächste Mal in der Reisegruppe mit drin gewesen, ja. Und da kann man sich freuen, ja. Und die Kartenlegerinnen legen sich auch selbst immer die Karten, ja, also das ist wirklich so. Und dann macht man auch Erfahrungen. Und was ich jetzt halt auch bei den Wittergeborenen gesehen habe, oder ich glaube beim Stier, ich weiß es nicht hundertprozentig, das möchte ich euch auch nochmal gerne zeigen. Und zwar, das sind Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und zwar für alle, die Karten legen lernen wollen, auch für meine lieben Kolleginnen und Kollegen im Internet, die auch auf meinem Kanal gucken,
habe ich eine Erkenntnis erworben gehabt mit zwei verschiedenen Karten. Das möchte ich nochmal schnell sagen in der Anleitung, bevor ihr dann die Monatslegungen seht. Ich habe von der Lenormand-Kartendeck den hier. Das ist die 43. Wie ihr es seht, seht ihr ja im Grunde genommen, dass es ähnlich ist wie mit dem hier. Normalerweise wird das als Ménage à Trois-Karte gerne genutzt, das heißt Dreieckbeziehung. Man guckt einmal, wo da mal das Schöne im Bett ist oder mal da, aber ihr habt hier Vögel. Die Vögel stehen unter Kommunikation. Und wenn man sich dieses Ding hier anschaut, dann denkt man automatisch, dass es eine Verbindung gibt. Und was gibt es noch als Verbindungen? Kommunikativ gesehen, Kontakte in der Zwischenmenschlichkeit. Und diese Verbindungen seht ihr auch hier elektronisch gesehen. Das ist wieder mal Physik. Ja, aber es ist tatsächlich so. Das kann bedeuten Social Community, meine Lieben. Das ist das, was ich euch sagen wollte. Es kann Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber sein, ja, oder SMS, Mobilgerät, telefonieren. Die heiße Frau, die Frau, die sehr wirklich heiß darauf ist, in die Kommunikation zu treten mit entsprechenden Personen. Kann sein Dreieck, 1, 2, 3 und dann der Mann, ja, der guckt sich immer mal die Frauen an, welche Frau ist am schönsten und man ist permanent in Kontakt mit denen. Es kann ja auch ganz gut sein, dass er ja mehrere heiße Eisen im Feuer hat. Ja. Niemals nur zwei, meistens fallen immer drei, vier, fünf Frauen. Ja. Das ist meistens so der Fall. Aber was ich auch entdeckt hatte vor längerer Zeit, in Lenormand-Kartendeck bei dem Buch, kann für Facebook auch bedeuten. Ich mache sehr viele Experimente mit den Karten. Und habe interessanterweise das auch das mal erlebt gehabt, dass man auch ein Buch, der auch als Geheimnis steht, auch für Facebook gedeutet werden kann. Wenn es nur spezifisch um das Thema Facebook geht, weil nicht jeder ist im Twitter drin. Ich als private Person, wenn ich jetzt privat unterwegs wäre im Netz, bin nur in Facebook zu finden. Aber wenn es geschäftlich darum geht, bin ich auch im Twitter. Deswegen sind diese zwei Karten auch Kommunikationskarten. Ja. Nur mit der anderen Geschichte, dass das hier alles sein kann an Kommunikations-, also Verbindungen, wie mit dem Ding hier. Ja. Und das Buch kann nur für Facebook sein. Kann aber auch für Geheimnisse weiterhin natürlich bedeuten. Na, das ist ja auch klar. Oder das Buch des Lebens oder wie nach dem. Ja, weil wir entwickeln uns weiter in der Gesellschaft und die da oben passen sich mit uns an. So ist es aber wirklich. Ja, die Kartenlegungen entwickeln sich, die Traumdeutungen entwickeln sich weiter und das ist halt auch wichtig gewesen, dass ich das euch mal mitteile. Nichts bleibt so, wie es ist im Leben. Ansonsten habe ich noch eine kleine Info an euch Zwillinge, meine lieben Zwillinge. Bitte habt Verständnis. Es gibt eine Spezialausgabe. Merkur lässt grüßen. Merkur ist vorläufig. Bin ich voll Kauderwalschen Hirn. Und zwar, die Widder und die Zwillingsgeborenen sind sehr speziell. Ich überlege mir noch, ob ich auch für die Widdergeborenen nochmal eine Legung mache, weil bei den Zwillingen ist nämlich halt was ganz Dramatisches gewesen, was mit euch nichts zu tun hat. Deswegen habe ich einen Zweiteiler gedreht gehabt, einmal spezifisch für alle Zwillinge, die in Resonanz sein könnten in der Legung und einmal speziell für die entsprechende Person, die hilfeschreiend auf meinem Kanal zuschauen. Die Personen, die entsprechende Opfer geworden sind von irgendwelchen sexuellen Straftaten, die aber minderjährig sind und gerade als Widder oder als Zwillingsgeborenen auf meinem Kanal zuschauen. Ich bitte euch, geht bitte auf die spezielle Aufgaben, schaut diese Filme an und ich biete euch spezifisch für diese Sexualopfer, die minderjährig sind, Hilfe an. Nicht in Bezug auf der Kartenlegung an sich, sondern juristisch gesehen. Wenn ihr Hilfe braucht,
Ich kann euch beraten, aber ich kann euch aus Serbien euch sehr schlecht helfen. Höchstens, dass ihr selbst zum Rechtsanwalt direkt geht, nicht zur Polizei, direkt zu den Rechtsanwaltskanzleien. Und ich werde euch die PDF-Dateien in den Beschreibungen unten verlinken, auch für die Wiedergeborenen, nicht nur für die Zwillinge, weil hier sind zwei Fälle aufgetaucht, die schnellstmöglich Hilfe benötigen, weil sie in einer Art Organisation untergekommen sind, in der Obdach des Jugendamtes sehr wahrscheinlich oder von einem Kindergarten, Jugendheim, der Kircheneinrichtung oder wie nachdem, und hier werden sexuelle Missbräuche getätigt. Diese Kinder möchte ich gerne, die hier zuschauen sollten, oder minderjährige Jugendlichen, normalerweise sind diese Filme ja halt nicht für Jugendlichen an sich, wobei hier nichts Kriminelles halt läuft, das sind spirituelle Filme, die ihr halt nur guckt, ihr geht ja auch in die Kirche, wenn ihr beten wollt, also ist es eh wurscht, gehüpft wie gesprungen, ob ihr jetzt halt Kartenleger euch anschaut oder in die Kirche beten geht, das ist genau die gleiche Geschichte, wenn ihr so oder so macht, lieber Heiliger Vater, Jesus Christus, bitte hilf mir, das ist ja genauso halt Magie. Ja, ihr sendet im Grunde genommen eure Wünsche oder Gedanken halt direkt im lieben Gott zu, so ist das auch bei uns Kartenleger. Wir sind ja auch Weißmagier, auch abgesehen die Schwarzmagier, die halte ich mal außen vor, denn die sonde ich ab. Das sind keine Menschen für mich. Satanismus ist bei mir unten durch, ich mag keine Satanisten, das sind für mich Verbrecher. Und wir haben leider Gottes in der Gesellschaft ein dickes Problem, dass wir Sozialpädagogen auch haben, die ihre Vorteile ziehen im beruflichen Sinne und versuchen sexuell natürlich ihre Vorteile zu ziehen an minderjährige Kinder. Scheinbar hat das Universum diese entsprechenden Kindern oder Jugendlichen, die in diesem Kanal hier gucken, ich glaube, es sind eher Jugendlichen, keine Kinder, haben mich dazu bewegt gehabt, diese Karten zu legen, um euch zu warnen. Geht bitte zum Rechtsanwalt, nicht direkt zur Polizei, geht direkt zum Rechtsanwalt. Ich weiß nicht, in welchem Bundesland ihr lebt, ihr Opfer, die gerade diesen Kanal hier sicher anschauen. Das ist ein Hilfeschreien von euch. Das hat der liebe Gott schon mitbekommen gehabt. Deswegen guckt ihr auch meinen Kanal an. Ohne einen Grund guckt ihr meinen Kanal nicht an. Ja, meine Süßen, ich habe auch geweint gehabt bei den Zwillingen, das ging mir sehr, sehr nah. Bei den Wiedergeborenen habe ich das nicht ganz richtig realisiert, aber bei den Zwillingen war es richtig deutlich zu sehen. Weil nämlich halt bei den Wiedergeborenen und bei den Zwillingen sind in den allgemeinen Bereichen Kartendeck 1 und 2 genau die gleichen Karten gefallen wie beim Widder. Ja, Zwilling und Widder waren beide gleich. Und ich bitte euch drum, tut diese Kostenvoranschlag die Beratungshilfescheine und Verfahrenskostenbeihilfe als PDF-Datei, die ich euch in der Beschreibung mit beifügen werde, als Link von Bundesland zu Bundesland. Ich werde mir die Mühe machen, dass ihr das dann ausfüllt, ausdruckt im Internetcafé. Hört gut zu, was ich euch sage. Geht ins Internetcafé. Füllt diese PDF-Dateien aus oder druckt es aus, füllt es aus und dann geht ihr bitte in eine andere Stadt, wenn ihr, nur mal als Beispiel, wenn ihr in Frankfurt leben solltet, geht bitte nach Gießen oder Fulda und sucht euch dort einen Rechtsanwalt und sucht bitte einen Rechtsanwalt im Bereich Familienhilfe oder Strafrecht, weil Strafrecht ist in diesem Sinne dann erst Strafrecht, wenn ein Erwachsener eine Minderjährige zum Beispiel sexuell misshandelt hat. Es spielt keine Rolle, ob du jetzt ein Junge oder ein Mädchen bist. Ja, Pädophilie ist ein No-Go. Pädophilie ist eine Straftat. Und das kann man beweisen, wenn ihr beide euch kennen solltet, der Wiedergeborene und dann auch noch der Zwillingsgeborene, dann unterstützt euch in den Aussagen, weil dann habt ihr hundertprozentig diesen Kerl im Gefängnis und verliert sogar seine Reputation, seine Lizenz als Pädagoge. Der darf nie wieder als Pädagoge mehr arbeiten. Ich weiß, ihr werdet es sehr schwer haben, weil ihr in einem Jugendeinrichtung lebt, aber guckt zu, dass ihr euch auch Hilfe in der Schule holt. Vielleicht habt ihr jemanden in der Schule, den ihr als Vertrauenslehrer habt, dass ihr vielleicht einen Sozialpädagogen oder einen Psychologen
Schulpsychologin findet, dass ihr den euch auch anvertraut, dass ihr aber mit dem Rechtsanwalt kooperiert, miteinander. Das heißt, dass diese Vertrauenspersonen aus der Schule mit dem Rechtsanwalt und mit euch zusammen in einem Team miteinander kooperiert, weil dann könnt ihr das schaffen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es mit euren Eltern ausschaut, das habe ich jetzt natürlich halt nicht gelegt gehabt oder je nachdem. Aber wenn die Verhältnisse zwischen euch mit euren Eltern gut waren, bitte setzt eure Eltern mit in Kenntnis. Lasst euch nicht manipulieren, dass eure Eltern im Gefängnis kommen, wenn ihr sexuell euch nicht misshandeln lässt. Weil das ist nur eine Manipulation von einem Pädophilen. Weil Pädophilen sind sehr gestrickt und manipulativ. Vertraut diesen Kriminellen nicht, weil Männer, die hinterhältigerweise Jugendlichen sexuell misshandeln, die tun alles, um ihre Opfer zu manipulieren mit dem Thema, ja, dir wird das passieren, deine Eltern wird dies und jenes passieren, keine Ahnung noch was, weil er euch ruhig halten will. Das ist alles, ja, aber das sind mehr Worte, als was dahinter steckt, glaubt mir. Aber alles, was ich euch sagen kann, die Masse im Hintergrund von diesen Pädagogen werden leider Gottes dem Mündel weniger vertrauen als dem Pädagogen selbst. Deswegen sagte ich zu euch, geht direkt zum Rechtsanwalt. Die Polizei kann gegen das Jugendamt nichts tun, weil das Jugendamt hat im Grunde genommen in Deutschland das Recht, über das Kindeswohl zu kontrollieren, aber die werden nichts tun. Deswegen ist wichtig für euch persönlich, dass ihr als Opfer direkt zum Rechtsanwalt geht und ihr müsst bodenständig und vor allem so standhaftig wie ihr seid, kämpfen, sagen, lieber Herr Rechtsanwalt so und sowieso, ich als Opfer möchte, dass sie gegen diesen Personen angehen. Ich bin ein Opfer, ich vertraue dem Jugendamt nicht, ich vertraue dieser Einrichtung nicht, bitte helfen Sie mir. Die Polizei hilft auch nicht, weil die Polizei im Grunde genommen eher die Verantwortung an das Jugendamt abgibt. Und das ist tatsächlich so. Wir haben ein Problem in unserem System in Deutschland, in diesem Verhältnis. Es gibt halt auch Zuschauer, die pro Jugendamt sind. Ja, nicht alle Jugendämter arbeiten sauber, das möchte ich mal auch mal sagen. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit einigen Behörden. Nicht ich selber persönlich an sich, sondern ich habe ja selber für die Kinderrechte gekämpft gehabt in Deutschland. Ihr seid überlastet, ja, weil die Behörden sparen. Und ihr macht auch gute Geschäfte, weil wir haben auch Probleme ökonomische oder ich sag halt mal, in der Wirtschaft in Deutschland und dann versucht man halt den Rad neu zu erfinden. Was macht man denn dann? Man versucht dann, die Behörden zu instrumentalisieren für ein ökonomisches System. Zum Beispiel, dass man Straßen bauen tut, Straßen sanieren tut. Ja, das hat man die ganze Zeit in Ostdeutschland gemacht gehabt. Jetzt macht man es auch inzwischen Baden-Württemberg. Also ich habe schon einiges miterlebt gehabt. Oder man macht Kinderhandel. Ja, anhand zum Wohle des Kindes. Nee, ja, es ist tatsächlich so. Bei vielen, die sich scheiden gelassen haben oder die sich getrennt haben, wo die Eltern dann halt irgendwie sich nicht einigen konnten, wo das Kind leben sollte, aber das Kind sehr wohl wusste, wo es leben möchte, aber das Kind nicht angehört wurde, hatte das Jugendamt dann per Amtsgericht erlassen können, dass das Kind dann in eine andere Einrichtung unterkommt. Gegen das Wohle des Kindes, weil das Kind weiß ganz genau, wo es leben will. Nur das Jugendamt oder sprich die Sozialpädagogen hören dem Kind nicht zu, hören es nicht an. Weil es ist hier dieser Faktor, Money, Money, Money. Die Bilanz muss stimmen. Out-Resourcen nennt man das auch. Out-Resourcen. Ihr habt richtig Blut an eure Finger kleben. Ich habe einige Fälle miterlebt gehabt, sogar von Mündeln, von ehemaligen Mündeln, die wirklich sogar Gewalt erlebt haben in einer Einrichtung, ja, in Thüringen, wo ein Sozialpädagoge sogar gegen einen Mündel was Hartes direkt hier auf den Kopf geschlagen hatte. Ich weiß nicht, ob ich das Bild noch finden würde, wenn ja, würdet ihr es jetzt hier sehen. Diesen Fall werde ich nie vergessen. Ein Sozialpädagoge von einer Heimeinrichtung, dass er den Jungen schlägt,
Nur weil er zurück zu seinen Eltern wollte und das Jugendamt es nicht zugelassen hatte. Reden wir hier noch zum Wohle des Kindes? Nein. Und so ist auch das Thema mit Pädophilie. Keine Macht der Pädophilie. So, deswegen habe ich einen Zweiteiler gemacht gehabt für die Zwillinge. Liebe Widdergeborene oder auch alle anderen Sternzeichen, die mit im Begriffen auch in diese, also in dieser Legung, kann sein vielleicht Krebs oder Löwe oder keine Ahnung, welche Sternzeichen noch kommen werden, weil ich bin jetzt halt bis zum Zwillingen halt stehen geblieben. Nachher werde ich dementsprechend noch weitere Filme noch drehen. Bitte ich halt drum, dass ihr auch diese Filme noch euch anschaut. Widder, Zwillinge. Und wenn ihr euch angesprochen auch fühlen solltet, die jetzt halt nicht Widder oder Zwillinge seid, aber genauso Opfer seid, bitte guckt euch das auch an. Geht bitte bei den Zwillinge Spezial, in den Film Zwillinge Spezial rein, in die Beschreibung, und dort findet ihr die PDF-Dateien, passend für die Rechtsanwälte, die Beratungshilfeschreinausdrucke und die Verfahrenskostenbeihilfe, die ihr für die Rechtsanwälte braucht. Nehmt bitte aber euren Personalausweis mit oder Reiseausweis, falls ihr auch welche habt. Und wenn nicht, dann müsst ihr erstmal zum Rechtsanwalt gehen und fragen, ob man das erstmal vorläufig trotzdem machen kann und dass ihr rückwirkend halt versuchen tut, halt euren Personalausweis zu organisieren. Wenn ihr 14 Jahre alt seid, dann könnt ihr auch selbst bestimmen, wo ihr leben möchtet. Ob ihr dann halt bei euren Eltern, Elternteile, bei den Großeltern, Tante oder Onkel leben wollt, da wo ihr auch wirklich euch aufgehoben fühlt. Und bitte setzt euch auch mit der Schule in Verbindung. Es kann passieren, dass ihr sehr wahrscheinlich halt entweder schweigen müsst, dass das alles geheim erstmal ablaufen wird mit dieser Strafanzeige, damit ihr dann den Ball auch flach hält, oder einige werden von euch dann sehr wahrscheinlich flüchten. Irgendwo, weil man Angst hat, weil man nicht mehr weiter halt irgendwie sich halt sexuell misshandeln lassen möchte. Scheinbar sind hier Jugendliche, die hier an meinem Kanal zugucken. Ich versuche mein Bestes. Ich kann es euch nicht versprechen, aber ihr müsst wirklich auf die Einzelheiten achten. Mal gucken, ob ich noch eine spezielle Filmausgabe zu diesem Thema halt noch drehe, um euch zu helfen. Es kann passieren, dass ich Attacken von den Pädophilen jetzt noch zu spüren bekomme in der nächsten Zeit. Ihr Pädophilen, ich möchte euch eines was sagen. Ihr seid kriminell. Lasst die Finger von den minderjährigen Kindern. Okay? Keine sexuellen Misshandlungen. Gott sieht alles. Tausendmal möge es auf euch zurückfallen, wenn ihr nochmal ein Kind anfassen solltet. Wagt es nur. Möge alles auf euch manifestieren, nach meinem Wunsch. Lasst die Finger vor den Kindern. Ihr habt nicht das Recht, die Kinder sexuell zu misshandeln, auf gar keine Art und Weise. Die Kinder wollen keinen Sex, die Kinder wollen Liebe von Mama und Papa. Ja, Geborgenheit ist diese Liebe. Das heißt es, kein Sex, ja, ihr seid krank. Voll Scheiße im Kopf, ja, wenn ihr wirklich halt denkt, dass Liebe allein nur Sex wäre. Nein, ist es nicht, okay? Die wollen mit Puppen spielen, die wollen vielleicht tanzen spielen, die wollen Karaoke machen, die wollen Sport machen. Aber Sex ist kein Sport, verdammt nochmal. Wie krank seid ihr denn? Es wäre egal, welche Bischöfe hier mich kontrollieren würden. In der letzten Zeit bin ich kontrolliert worden, schon wieder. Nicht direkt von den Bischöfen, nur allein vom Vatikan oder halt von der orthodoxischen Kirche. Ildika, ich bin nämlich selbst wie die Pyramide mit dem Eis in den Augen, Ildi. Ihr könnt gegen mich nichts machen. Und wenn ihr es versuchen solltet, ich habe viel Schutz von oben. Ihr kennt mich nicht. Solltet ihr vielleicht mal ein bisschen numerologisch mal gucken, wer ich bin. Puh. Musste sein. Sorry. Das hat mit Selbstsicherheit nichts zu tun. Ich wäre schon längst lange aus der Bildfläche verschwunden. Aber nie habt ihr es geschafft gehabt, mich aus der Bildfläche zu verschwinden zu lassen. Obwohl ich euch verraten habe. Ina Winzig lässt euch grüßen. Geht mal auf YouTube und tragt Ina Winzig ein. Da wisst ihr, wer ich bin. Euer teuflisches System, ne? Euer Teufel, der Baphomet. Templerritter, ihr seid mir egal.
wenn ihr kommen solltet, um mich dann hier so zu bringen, dann seid ihr gleich meine nächsten Nachbarn, weil ich wohne hier gleich vor einem Friedhof. Eine Androhung. Weil ihr seid alle pädophil. Ihr vergewaltigt Kinder im Namen des Satanismus. Ja, es gibt nicht nur weiße Freimaurer, es gibt auch schwarze Freimaurer. Ich zeige Courage. Ich habe euch verraten gehabt. Also, Ina Winzig lässt euch grüßen und ich wünsche natürlich halt euch allen anderen, die nichts mit der Thematik zu tun haben oder wie nachdem, alles Gute. Haltet die Ohren steif, guckt lieber mal weiterhin auf euren Weg, wie ihr euer Weg weiterleben könnt. Ich versuche den Opfern zu helfen, wie ich nur helfen kann. Und wie gesagt, jegliche negativen Gedanken, Gefühle und Wünsche von diesen kriminellen Pädophilen möge sich das 10- und 20-fache auf euch zurück manifestieren. Hiermit durch das Gesetz der Resonanz manifestiere ich das hiermit jetzt in euch selbst drin, dass ihr mit schicksalshaften Schlägen selber mit damit konfrontiert werden solltet. Das reicht aus. Jetzt wird es in Wirkung gehen. Ihr Satanspacks, die direkt im Jugendamt sitzen und noch halt kriminelle, krankhafte Pädophile unterstützen, weil ihr selber als Satanisten selbst Pädophile seid. Ihr werdet schön daran bluten. Dafür würde ich sorgen. Ja. Weil jetzt ist die Zeit. Die Apokalypse-Zeit ist schon längst. Schon ziemlich lang. Ihr habt eure Seele dem Teufel verkauft? Dann guckt so, wie ihr wieder aus dem Vertrag rauskommt. Ihr könnt aus dem Vertrag rauskommen, wenn ihr möchtet. Aber ihr wollt ja nicht. Im Gegenteil. Ihr wollt ja weiterhin die Scheiße bauen. Im nächsten Leben, wenn ihr rekanariert werdet, werdet ihr genauso als Opfer sehr schwer drunter leiden, sogar das Zehnfache. Wollt ihr das? Nein. Dann warum macht ihr die Scheiße? Weil ihr daran gezwungen werdet, erpresst werdet? Oder weil ihr so gar geworden seid, dass ihr das braucht? Nein, ihr braucht das nicht. Wenn ihr keinen Sex haben könnt, weil ihr Pfarrer seid, dann hört auf mit dem Pfarrertum oder konvertiert einfach halt in die evangelischen Glaubensrichtung. Da könnt ihr eine Frau heiraten. Ihr könnt sogar halt auch eine Familie gründen mit dieser Frau. Ach so, Obacht, es gibt ja sogar halt auch Männer, die ihre eigenen Kinder sexuell misshandelt haben. Ja, da sprechen wir schon halt schon von Krankheitsbildern. Die gehört in die Psychiatrie. Also. Für alle anderen bitte seid lieb zu mir. Ich muss ein bisschen halt Courage zeigen. Ich bin so als Wesen. Ich mag keine Ungerechtigkeiten. Also, macht's gut. Hab viel Spaß halt in den Legungen. Und nochmal für diejenigen, die betroffen sind aus der Spezialausgabe, egal als Widder, als Zwilling oder wie sie alle andere heißen, die als Pädophilen zum Opfer geworden sind. Ich helfe euch kostenlos. Ja, meldet euch bitte mehr per Kommentare. Und ich werde euch dann eine E-Mail-Adresse schicken. Ja, aber bitte antwortet mir per E-Mail. Ihr könnt halt auch einen Film drehen, auf YouTube hochladen und es mir als Link, und zwar als ungelistet, es zuschicken. Bitte nicht auf öffentlich, sondern auf ungelistet, damit ich eure Aussagen hören kann. Es ist tausendmal besser, die Filme sich das anzuhören, anstatt das zu schreiben. Weil oftmals als Opfer ist man so gelähmt und ohnmächtig, dass man überhaupt nicht die passenden Worte finden kann oder schreiben kann. Und am einfachsten ist es, wenn ihr das mir dann persönlich dann auch sagt. Gell, meine lieben Süßen? Ich drücke euch ganz lieb. Ja, und jetzt viel Spaß bei dem Film. Bis dann, eure Ildika. Ich arbeite vorwiegend mit den After Tarot Cards von Julia F. Massaglia aus dem Verlag Los Carabeos, von Giro Marchetti Gildegravierkarten von Königsfurt Urania Verlag und auch von Giro Marchetti Kippe Karten aus dem Verlag Königsfurt Urania und die Lenormand Karten Blaue Eule, auch aus dem Verlag Königsfurt Urania. Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Zwillingsgeborene. Herzlich willkommen in meinem YouTube-Kanal. Ich werde jetzt mal anfangen,
Für euch die Monatslegung für den Februar zu legen. Hier seid ihr, die Zwillinge. Ich setze euch hier hin. Ich werde einfach den keltischen Kreuz verwenden und werde einfach klassisch legen. Zum Not halt auch die anderen Karten zur Analyse noch verwenden. Wow. Liebes Universum, wie wird denn der Monat für die Zwillinge werden? Ich will klassisch legen. Nix modern. Nix modern. Nein, nein. Ah, Herrgott, zeigt noch mal, was geht denn hier ab? Verbohrtheit. Sehr verbohrt. Stur. Sturköpfig. Zickig. Vielleicht auch nicht. Man weiß nicht, wohin. Was ist denn hier los? Man ist streitbereit mit der Hoffnung, dass man dann das erreicht, was man haben will. Schwertenergie, eine Nachrichtkarte, aber zum Thema Armut. Irgendein Armutszeugnis wird aber gelüftet werden. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das jetzt halt auch in Resonanz ist, aber mal schauen. Wenn der liebe Gott halt mir solche Karten öfters mal beim Mischen rausschickt, vielleicht gibt es halt Zwischenbotschaften, die ich halt auch nutzen kann. Wer weiß. So, die Zwillinge, wie wird denn der Monat Februar 2020 werden für die Zwillinge, liebes Universum? Botschaften, Botschaften, lauter Botschaften. Botschafter, bitte kommen Sie, hier gibt es was zu klären. Ist ganz schlimm mit mir heute. Ich bin nur am Lachen. Ja, ich lache aber gerne. Aha, Botschaft, ne? Also, die Botschaft berichtet, dass ein Konflikt bereinigt wird. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Also, wir wollen jetzt mal gucken, was kann bei dir, lieber Zwilling, denn für ein Thema sein für den Februar 2020? Tadarata. Die bewusste Seite, dann haben wir die unbewusste Seite, dann haben wir hier das, was in der jüngsten Vergangenheit abgelaufen ist, dann haben wir hier, was jetzt in der nächsten Zeit kommen wird, dann das bist du, das ist dein Gegenüber, deine Wünsche und Ängste. Und dann die Outcoming als Quintessenz. Wieso dreht ihr euch immer? Ihr liebt es zu drehen mit Pirouetten. So wie bei den Eiskunstläufern. Mensch. Nicht immer drehen. Es sieht immer so schlampig aus, Mensch. Könnt ihr das sehen? Ja. Schuh. Ein bisschen Spaß muss sein. Ganz schlimm mit mir heute. Also, nee, das ist wie bei den Widdergeborenen. Exakt gleich. Vielleicht hast du es mit dem Widdergeborenen zu tun. Echt, ich schwöre euch, wenn ihr es mir nicht glaubt, guckt mal bei dem Widdergeborenen. Das sind genau die gleichen Kartenkonstellationen. Hier, die vier. Der Schwerter und dann hier die fünfte Kelche. Exakt genau an der gleichen, an dem gleichen Bereich. Vielleicht hast du es tatsächlich mit dem Widdergeborenen zu tun. Oh Gott. Irgendetwas muss passiert worden sein. Es kann sein, dass du halt seit längerem halt irgendwie mit jemandem in Clinch bist. Beim Widder war das so, dass wir hier halt also den Mann mit den Münzen in den Armen hatte, der was dich loslassen konnte. Und du scheinst wohl halt irgendwie in der Energie zu sein, irgendeine Sache zu bereinigen. Irgendein Kadaver ist passiert mit Missbräuchen oder sowas. Ich weiß es nicht. Also es kann gut sein. Und du als Zwillingsgeborene leidest ja genauso unter diese Depressionen.
Ja, vielleicht hast du dem Menschen was angetan, vielleicht hat jemand anders euch mit angetan, vielleicht bist du ein Mitopfer wie mit dem Wiedergeborener. Ja, aber beim Wiedergeborener habe ich erkannt gehabt, was mit Pädophilie. Ach, je. Ja, jetzt macht das mich nochmal hier nervös. Also, ich will jetzt erstmal die Karten alle aufdecken, damit ich mich beruhigen kann. Weil sonst ist dann die Legung für nichts. Also, hier haben wir den Mond, das Geheimnis. Dir ist bewusst, hier ist ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis wirst du im Internet preisgeben. Mensch, wie bei den Wiedergeborenen. Oh mein Gott, nee, ich werde nervös. Entschuldigung. Bitte guckt euch wieder an. Verspricht es mir. Guckt wieder an. Das ist nicht normal. Das ist wirklich eine Nachricht von oben, eine Warnung. Du bist auch ein Opfer. Widder ist ein Opfer und Zwilling ist ein Opfer. Uff. Sei mal diese Kriminelle. Ja, ich bin das. Ja, ich helfe schon, wie ich helfen kann. Oh Mann. Es kann sein, dass ihr als Opfer hier diesen Kanal euch anschaut. Ihr könnt nicht mehr kämpfen. Oh Mann. Uff. Oh je, das macht mich nervös. Ich weiß nicht, wer ihr seid, die hier zugucken tut, aber das da ist wirklich eine Nachricht halt. Ihr habt diese Nachricht sehr wahrscheinlich mir gesendet. Also, ich werde nervös. Mir sind jetzt die Tränen an. Na, echt, also. Dir ist bewusst, hier ist ein Geheimnis. Irgendjemand, der sehr schwer toxisch ist, hat einen schweren Geheimnis. So, und ihr werdet verunsichert. Ihr habt keine Ahnung, um was es hier eigentlich geht. Warum, wieso werdet ihr angegriffen? Jemand versucht, sich aus der Affäre zu ziehen, nachdem er euch sehr schwer verletzt hat. Ja? Das ist eine harte Nummer hier, was hier abgelaufen ist. Deswegen sage ich euch, bitte schaut euch noch den Wiedergeborenen an. Hier heißt es muss. Bitte geht zur Polizei, zum Rechtsanwalt, kümmert euch darum, dass es euch geholfen wird, wenn ihr wirklich die Opfer seid, dass ihr sexuell misshandelt werdet, als Kinder, als Jugendliche, weil hier beim Wiedergeboren geht es hier um Kinder. Dann muss was getan werden gegen Pädophilie, weil das hier ist ein No-Go. Das ist eine Warnung. Hier hat es was mit Pädophilie zu tun. Hier hat das was mit Missbräuchen zu tun. Hundertprozentig. Und sogar Gewalt. Hier wird Gewalt angewendet. Weil ich habe hier nämlich, hab, was kommen wird, die sieben der Stäbe mit leidenschaftlichen Gewalt. Es kann sein, dass ihr als Opfer anfangen werdet, euren Peiniger zu verprügeln. Ihr seid kurz davor, wirklich die Bombe zu schießen zu lassen. Aus Selbstschutz. Da habt ihr auch vollkommen recht. Ihr müsst unbedingt jemanden finden, den ihr vertrauen könnt, um das zu offenbaren. Ihr dürft nicht schweigen. Ihr müsst wirklich die Wahrheit sagen. Ihr dürft nicht es zulassen, dass ihr wirklich schweigen tut in dem, was euch angetan wurde. Sucht Hilfe, sucht eine Unterkunft. Ich habe aber beim Widder noch halt was anderes gesehen gehabt, dass hier noch das Jugendamt involviert ist, wo möglicherweise Kindergarten, Schule oder ein Internat. Ja, geht zum Rechtsanwalt. Ein Rechtsanwalt kann euch direkt helfen, wenn die Polizei euch da nicht helfen kann, weil das Jugendamt involviert ist. Dann bringt es nicht, zur Polizei zu gehen. Geht direkt zum Rechtsanwalt. Und ein Rechtsanwalt kann einen Antrag stellen beim Amtsgericht auf Beratungshilfeschein und Kosten. Ja, ist das nochmal Kosten? Jetzt bin ich total außer mir, dass ich jetzt einen Begriff nicht finde. Ich werde aber in der Beschreibung die PDF-Links reinsetzen. Ja, vom Bundesland zu Bundesland. Ich bin jetzt wirklich in den Tränen da. Warum muss das mir sein? Das ist ja fürchterlich. Beratungshilfe scheint sich das. Ihr müsst wirklich zum Rechtsanwalt gehen. Diese PDF-Datei, die ich euch in der Beschreibung reinlegen werde, druckt es aus, füllt es aus, geht zum Rechtsanwalt und tut was gegen diese Pädophilen. Ich weiß, wovon ich spreche.
Ja, das was mit der Behörde selbst zu tun. Ja, wenn das Jugendamt mit Absicht wegguckt, dann sehe ich da keine Verständnisse. Ich weiß, wovon ich rede. Ja, wir haben bundesweit Probleme mit den Jugendämtern, die nicht die Kinder zum Wohle der Kinder nicht kontrollieren. Im Gegenteil, die machen gutes Geschäft mit den Heimkindern. Und oftmals, wenn Mündeln Hilfe suchen, reagieren die Behörden nicht, weil die überlastet sind, die haben das Geld nicht dafür, um dann halt noch andere Leute zu engagieren, um das alles zu kontrollieren. Die Kinder werden noch nicht mal befragt. Was stimmt? Was hat die Pflegemutter euch angetan gehabt? Was hat denn der Pädagoge mit euch getan gehabt? Was hat der Lehrer euch angetan gehabt? Was hat der Erzieher euch angetan gehabt? Gar nichts. Die kontrollieren das nicht. Ihr als Opfer müsst am Ende selbst noch zum Rechtsanwalt gehen und da was unternehmen. Ich war aktiv für die Kinderrechte in Deutschland. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe einen Wut und muss vorsichtig sein, was ich sage, weil ich bin kontra gegen die deutschen Jugendämter. Was die für kriminelle Machenschaften mit den Kindern hier treiben, nur des Geldes gründen. Da sehe ich keine positive Möglichkeiten, dass sich was in Deutschland sich ändern wird. Eine Schande über die Sozialpädagogen, die wegschauen. Redet mit den Mündeln, redet mit den Kindern zum Wohle des Kindes, dass sowas hier nicht passiert. Das ist eine Warnung an euch alle. Ich habe einige Fälle kennengelernt gehabt in der Vergangenheit. Und sehr wohl wissen viele Sozialpädagogen über das, was ich hier rede. Nur viele trauen sich halt nicht, weil es immer wieder Kriminelle im Hintergrund halt herrscht, die immer ihre Machenschaften mit den Kindern treiben und an einem längeren Hebel sitzen. Das heißt, die Opfer müssen selbst reagieren und zum Rechtsanwalt gehen. Ihr sollt euch schämen, ihr Sozialpädagogen, wenn ihr wegschaut. Ihr habt genauso Blut an eure Finger und an eure Hände kleben, wie die Täter selber. Es geht mir schon so ziemlich nah. Das heißt, du als Zwillingsgeborene leidest wesentlich mehr als der Wiedergeborene. Aber ich habe wirklich beim Widder was Gutes gesehen gehabt, dass diese Sache lösbar ist. Guck nicht weg, du wirst es schaffen. Ich weiß nicht, warum ich gerade diese Legung hier abbekomme als Kartenlegerin. Jeder Kartenleger mag das nicht, sowas zu legen, aber das ist, weil es eine Warnung ist, weil du sehr wahrscheinlich direkt meinen Kanal dir anschaust. Und vielleicht brauchst du Hilfe. Ja, und dann sieht es ja danach aus, deine Hoffnungen ist, dass überhaupt ein Magier, und das bin ich auch, ich bin eine Weißmagierin, dass ich euch Rat geben kann. Bitte geh in meine Beschreibung, guckt, ich weiß nicht, in welchem Bundesland du lebst oder in welche Stadt du lebst. Schreib mir bitte einen Kommentar, gib mir ein Zeichen, du als Opfer, damit ich dir diese entsprechenden Dokumente vom Amtsgericht dir schicken kann, dass du dann diesen Beratungshilfeschein ausfüllen kannst und dann halt die Verfahrenskostenbeihilfe ausfüllen kannst. Ja, versprich es mir. Und geh zum Rechtsanwalt. Ja, am besten zu einem Rechtsanwalt, der nicht in deiner Stadt ist, irgendwo in einer anderen Stadt. Das habe ich auch beim Wiedergeborenen genauso gesagt. Aber wenn du in Frankfurt leben solltest, dann such den Rechtsanwalt in Gießen. Du kannst per E-Mail das alles beschreiben oder schreiben. Aber besser wäre es, wenn du dann halt, nachdem du die E-Mail geschrieben hast, direkt zu der Kanzlei fährst und dass du das halt klärst. Also, was dir bewusst ist, hier herrscht ein Geheimnis. Das Unbewusste ist, dass es bestätigt wird durch das Internet. Es kann sein, dass du es nicht ganz wahrhaben kannst, was hier jetzt gerade geschieht. Es kann sein, dass du gerade meinen Film guckst. Diese Legung ist an dich gerichtet, wenn du ein Zwillingsgeborener bist, ein Opfer bist, genauso wie dieser Widdergeborener, dass ihr sexuell misshandelt werdet. Ja? Weil das da steht für Internet. Das kann Social Media bedeuten, das kann YouTube bedeuten, Facebook und keine Ahnung was, kann E-Mail bedeuten, Kommunikationskarte. Was jetzt aber in der Vergangenheit passiert ist, man hat seine Vorteile gesucht gehabt. Ja, das ist die Königin, der Kelche. Ja, man hat schon ge überlegt gehabt, weil Fisch kann auch bedeuten, halt in diesem Sinne halt Geld. Vielleicht wolltet ihr einfach halt irgendwie flüchten, vielleicht wolltet ihr weggehen, weil ihr emotional viel zu stark halt irgendwo involviert seid in diese Situation, weil dieser Mensch halt euch sehr viel wehgetan habt.
Verstehst du? Und du natürlich hast auch überlegt gehabt, wie kann ich aus dieser Sache wegkommen, weil das geht mir viel zu nah. Ja? Weil der hat immer wieder Ausreden. Deine Position ist oder das, was du verkörperst, ist, dass du Hoffnungen hast. Du fühlst dich aber machtlos. Das sehe ich zumindest. Du bist halt auch jemand, der halt gucken tut, halt, wie er sein Leben halt so aufbauen kann, wie ein Schatz, ja, dass du glücklich leben kannst. Du sehnst dich nach Liebe und Geborgenheit, aber das im Namen der Seele, nicht im Namen der Sexualität, weil das wird falsch definiert in der Gesellschaft. Für dich ist die Liebe Gottes, das, was im Herzen drinne ist, die Seele selber an sich, was eine Mutter an Liebe und Geborgenheit geben würde, an das natürlich sehnst du dich natürlich, ne? Und das ist halt dein Äußeres, was du zeigst. Und deswegen bist du leichter angreifbar für die Pädophilie. Das erklärt sich jetzt natürlich halt auch. Und dein Gegenüber ist eine falsche Schlange, die wirklich halt Fallen anderen gestellt hat, um seine Vorteile zu ziehen. Ein sehr egoistischer Person. Ja, der zeigt sich von außen hui und ist von hinten pfui. Er hat versucht gehabt, sehr wahrscheinlich allen anderen, weil er ja auch viel Zirkus hier betreibt und natürlich halt das Bild von sich besser zu zeigen. Ja, das heißt, viele glauben eigentlich der Situation nicht, dass er ein Pädophile hätte sein können, aber der wird, pass auf, der wird noch bös in seine eigene Falle reindappen. Siehst du das? Der wird ihn noch ganz bis in seine Falle selbst hineindappen. Alle haben ihn vertraut gehabt, aber das ist eine falsche Schlange. Ja, und das werdet ihr aufdecken, auf jeden Fall. Anhand mit der Hoffnung, dass es jemanden hier gibt, der sehr magisch wirken kann, der euch wirklich helfen tut. Hier bin ich, hier helfe ich euch, wie ich nur kann. Ja. Bitte achtet auf meine Worte, melde dich bitte bei mir per Kommentar, dass wir auch sogar miteinander kostenlos in Kommunikation, also in Kontakt treten können, weil da werde ich kostenlos euch beraten. Ja, da verlange ich kein Geld für euch. Ich weiß, wie es ist, wenn man ein Kind verliert. Bist ein bisschen vorsichtig, aber ich. Bei Kindern verstehe ich hier keinen Spaß. Und jeder, der sagt, sie ist selber schuld, auch wenn sie noch minderjährig ist und klein ist, dass ein Pädophiler dieses Kind hat sexuell misshandelt, das sind für mich auch Augentäter. Augentäter. Denkt gut drüber nach. Weggucken kann jeder. Aber wenn ihr selber mal in so eine Situation kommen solltet, irgendwann, wenn ihr reinkarniert werdet, da wäret ihr auch froh und glücklich, wenn es einen couragierten Menschen gibt, der euch aus dieser Situation helfen würdet. Denkt an Natascha Kampusch. Ja, nicht nur sie, es gibt viele Fälle. So, und hier habe ich dann halt diese Karte, ne, Zehn der Stäbe. Das heißt, du bist zu müde, um noch weiter zu kämpfen. Aber kämpfe weiter, gebt nicht auf. Verbinde dich mit deinem Wiedergeborenen, motiviert euch beiden. Ich lasse euch nicht im Stich, ja. Ihr kriegt die PDF-Dateien und bitte geht zum Rechtsanwalt. Hört auf meine Worte. Sucht Ausreden. Macht einen Plan, einen Fluchtplan oder irgendetwas, wie ihr da rauskommt. Es kann sein, dass ihr in einem Kinderheim seid oder in einer Jugendwohngruppe oder ihr seid in einem Internat, wo ihr sexuell von einem männlichen Sozialpädagogen misshandelt werdet. Das kann gut sein. Weil da ist es natürlich am einfachsten, die Kinder zu missbrauchen, gell? Ihr Pädophilen, das ist ja unfassbar. Jeder Pädophile, der meinen Kanal hier jetzt noch attackieren sollte in den Kommentaren, den werde ich blockieren. Und kann sogar so weit gehen, dass ich eine Strafanzeige setzen werde. Ja, wegen Beleidigung. Wagt es nur, ihr Kriminellen. Das ist nicht schön, was ihr hier macht. Das ist echt eine Sauerei, hochziehen. Es geht mir sehr nahe jetzt. Beim Widder habe ich nicht geweint gehabt, aber beim Zwilling, weil das ist jetzt diesmal halt ein Hilfeschrei, wie ich das hier mitbekomme. Wird sich das alles im Guten sich ändern, liebes Universum, bitte gib mir hier mal Antworten. Das gibt's doch nicht. Eine Nachricht, das sieht schon mal gut aus.
Es wird eine Nachricht von einem Mann. Autoritärer Person. Wer ist denn diese autoritäre Person, liebes Universum? Was war denn da noch? Da war eine Karte, oder? Die wie Bündnis. Beziehung. Muss nicht Beziehung sein. Das kann auch eine Art Vereinigung sein. Lass die Kinder in Ruhe. Öffentlich. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt geht's mir besser. Also, ich habe auf jeden Fall hier einen Brief, den Bär. Du musst auf jeden Fall zusammen mit dem Rechtsanwalt und noch mit jemandem aus der Schule vielleicht, den ihr als Lehrer vertraut. Oder, was gibt es denn noch in der Schule? Nicht nur Sozialpädagogen, wie heißen die dann auch so spezielle Psychologen, die sogar mittlerweile in vielen deutschen Schulen halt gibt. Müsst ihr vereint in der Verbindung sein, aber bitte diskret, dass diese Person dem Jugendamt nichts sagen. Ja, hier müsst ihr vorsichtig sein, wenn es hier um das Jugendamt gehen sollte. Hier ist das Öffentliche. Und ich habe ja die Transformationskarte, der Tod. Das bedeutet nichts anderes, dass sich alles sich halt im Guten sich wenden wird. Im Momentan ist das so, dass hier Shit ist. Mist. Ja, was man euch angetan hat. Und das soll alles halt wieder im Guten ablaufen. Und ich sehe das, dass dieser Mann, das kann euer Rechtsanwalt sein, dass ihr euch melden werdet bei einem Rechtsanwalt. Und er wird diesen Vertrag, weil Ring steht auch für den Vertrag, wird er mit euch eingehen, um euch dann zu helfen öffentlich. Es kann sein, dass sogar die Medien eingeschaltet werden. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, meine Lieben, ja. Ihr seid wie für mich meine eigenen Kinder. Das Kind ist ja da, aber bitte sagt den Rechtsanwalt nicht, dass ihr durch mich halt die PDF-Dateien bekommen habt, ja, und dass ihr das gesehen habt auf YouTube, diesen Film. Das behaltet bitte mal wirklich halt für euch halt ins Geheime. Nicht, dass er denkt noch, ihr seid verrückt, ja, weil viele Rechtsanwälte glauben an sowas hier nicht. Also, wie versprochen, ich werde euch die PDF-Dateien in der Beschreibung reinlegen, ja. Alle wichtigen PDF-Dateien, die ihr für den Rechtsanwalt braucht. Bitte gebt nicht auf, kämpft. Und für die Zwillingsgeborenen, die jetzt halt nicht in der Reisegruppe drin seid, bitte verzeiht. Ja, an mir liegt das nicht. Ich habe hier niemanden, der hier sexuell misshandelt wird in der Familie. Wirklich nicht. Und wenn sowas passiert, dann hat es was mit damit zu tun, dass er wahrscheinlich einer von diesen Kindern, es ist nicht auszuschließen, dass sogar Kinder ja diese Filme sich anschauen. Ja, auch wenn diese Filme normalerweise nichts für Kinder oder für Jugendlichen sind, aber es ist halt YouTube und das ist nichts Schlimmes hier. Man lernt aus der Spiritualität, ja, man lernt auch aus den Religionen oder wie je nachdem. Es ist nichts Falsches und ich bin auch keine Satanistin, ich bin keine Okkultistin, ich bin eine Weismagierin, ich verachte Satanismus und ich stehe zu der Menschen, ich stehe zu der Menschlichkeit, ich stehe zu der Courage, ich bin sehr sozial und wenn ich sowas sehe, dass sowas halt passiert, dann muss ich couragiert sein. Ich akzeptiere Ignoranz nicht. Ja? Also, sieht zu, dass ihr da auch ein bisschen Verständnis zeigt. Ich werde mal gucken, dass ich für euch Zwillingsgeborene extra nochmal jetzt lege. Einen anderen Teil für andere Zwillingsgeborene, weil das hier ist ein Hilfeschrei. Versteht ihr? Deswegen wird es uns einen Zweiteiler geben. Dieser erste Teil ist speziell für eine Zwillingsgruppe. Und für diejenigen, die sich hier nicht in der Reisegruppe sehen, bitte guckt euch den zweiten Teil an. Dann ist es spezifisch vielleicht mal einige von euch. Aber das hier ist gerichtet direkt an einen Zuschauer, der schon mal in meinem YouTube-Kanal sich die Filme angeschaut hatte als Opfer. Ja? Bitte habt Verständnis. Guckt bitte jetzt nochmal den zweiten Film an. Da seid ihr vielleicht in Resonanz. Diesmal drücke ich ein Auge zu. Und für dich,
Mein Opfer, bitte melde dich bei mir. Ich würde euch beraten, kostenlos, weil ihr seid Kinder und Jugendlichen, wenn ihr Hilfe braucht. Vielleicht kann ich euch juristisch ein bisschen helfen. Ja, haltet bitte die Ohren steif. Ja, es wird schon. Also, bis dann.